4. April 2016 und herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag. Und es ist sitzungsfreie Woche, was, wie Sie ja inzwischen wissen, nicht heißt arbeitsfrei, sondern die Abgeordneten sind in ihren Wahlkreisen. Und da müssen Sie sich bohrenden Fragen stellen, nämlich hauptsächlich nach dem Thema, was wird denn nun mit den Flüchtlingen? Und heute habe ich bei mir die Abgeordnete der Linkspartei, Halina Wawczyniak. Richtig genau. Gesprochen? Jawohl. Noch nicht ganz. Üben wir noch. Üben wir noch. Wawczyniak. Genau. Hallo. Sie haben zwar einen polnischen Namen, sind aber in Königs Wusterhausen geboren. Richtig. Und waren bis zum Ende der DDR eifrige Genossin, was Sie heute auch immer noch sind. Naja, Genossin nicht, weil ich war zu jung. Ich war also nie in der SED, aber ich war schon tatsächlich, heute für mich unvorstellbar, aber es war so, überzeugte DDR-Bürgerin. Ja, aber Sie sind ja als Bundestagsabgeordnete der Linken, also ist da was hängen geblieben. Ja, das glaube ich eben nicht. Also ich glaube ja schon, dass das ein ziemlich schmerzhafter Prozess war, gerade Mitte, Anfang der 90er Jahre, sich auch den eigenen Fehlern zu stellen. Und ich habe, glaube ich, relativ früh sehr deutlich gemacht, dass für mich die DDR an gar keiner Stelle eine Alternative ist. Also ich möchte eine nicht kapitalistische Gesellschaftsordnung, schon klar, aber so aussehen wie die DDR darfst du nicht. Aber die DDR auch nicht zurückhaben? Um Gottes Willen, nein, auf gar keinen Fall. Das ist ja interessant zu hören. Manche denken ja, die Linkspartei besteht nur aus DDR-Freunden. Naja, das stimmt ja so auch nicht. Ich meine, es gab 2,3 Millionen SED-Mitglieder. In der Linkspartei sind jetzt 60.000. Mit der Partei Die Linke 2007 gab es nochmal einen richtigen Umbruch an Mitgliedern. Also von den 2,3 Millionen SED-Mitgliedern sind jetzt vielleicht 10.000, 20.000 in der Linken. Da muss man sich ja mal fragen, wo die anderen hin sind. Ja, aber trotzdem erreichen sie im Osten ja noch über 20% Wähleranteil. Ja, aber das sind nicht alles, oder ich würde mal die These aufstellen, das sind am wenigsten ehemalige SED-Mitglieder, weil wer so richtig überzeugtes SED-Mitglied war, also so richtig tiefsten überzeugt und sich nicht dem Prozess des Selbsthinterfragens gestellt hat, der, meine These, wählt heute eher AfD, ist bei Pegida oder bei anderen rechtsextremistischen Organisationen. Ja. Weil das ist eine schöne, also sozusagen eigentlich in sich eine logische Geschichte, dort zu landen, wenn man sich nicht selbst hinterfragt. Von der SED zu Pegida? Ja. Logische Geschichte? Ja. Das erklären Sie mal kurz. Naja, die DDR war ein Land, wo es klar Freund und Feind gab. Also es gab keine Grautöne, es gab Schwarz und Weiß. Es gab nicht wirklich gelebten Internationalismus, wie auch. Aber auf den Fahnen stand das immer. Na klar, auf den Fahnen stand das. Aber Solidarität das mit allen. Richtig, das waren aber Losungen. Also eine reale sozusagen Kontaktgeschichte gab es nicht. Man erinnert mal dran, vietnamesische Vertragsarbeiterinnen, wenn die schwanger geworden sind, sind sie einfach abgeschoben worden. Ich habe mir neulich das Strafgesetzbuch der DDR angeguckt. Ja, Sie sind ja Rechtsanwältin. Rechtsanwältin, ne? Gruselig. Gruselig an ganz, ganz vielen Stellen. Und natürlich gab es auch sowas wie Nationalismus in der DDR. Und insofern, wenn man sozusagen nicht hinterfragt, wie funktioniert so ein Staat, wie funktioniert eine Massenorganisation, warum bin ich mitgelaufen, ist das denn wirklich korrekt? Also auch die DDR hatte kriminelle Ausländer ausweisen im Strafgesetzbuch, finde ich grundfalsch. Sozusagen, wenn man nicht nach Grautönen sucht, sondern nach Schwarz-Weiß. Entweder oder. Nach entweder oder, Kopf ab oder, dann ist es logisch, sozusagen nicht einen weltoffenen, also im Sinne von, wir müssen den Nationalstaat überwinden, denken zu haben, sondern ein Freund-Feind-Denken zu haben. Und dann landet man eher bei Rechtsextremen als in einer linken Partei. Also ich habe neulich die These aufgestellt, der Weg von der überzeugten DDR-Bürgerin oder vom überzeugten DDR-Bürger zu einer Partei wie zur Partei Die Linke ist weiter mit viel mehr Auseinandersetzung verbunden als der Weg von einer überzeugten DDR-Bürgerin zu Pegida, AfD oder anderen rechtsextremen Organisationen. Wenn ich da einen Satz dazwischen schieben darf, erst weil man den Pluralismus erlebt hat und die Widersprüche im Kapitalismus, die man früher zwar gelernt hat, aber jetzt erkannt hat, kann man überhaupt erst Linke werden. Richtig, ja. Sozusagen, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber irgendjemand hat mal zu Beginn, Mitte der 90er Jahren gesagt, doch, es war Angela Marquardt, meiner Erinnerung nach. Wir haben nichts zu verlieren außer unseren Fesseln. Und ich finde das richtig. Also obwohl ich das 17 Jahre anders gelebt habe, ja, würde ich heute sagen, ja, das stimmt. Um eine demokratisch-sozialistische Gesellschaftsordnung aufzubauen, ist das Grundgesetz ein besseres Fundament, als es die DDR-Verfassung je sein konnte. Und ist
sozusagen das, was wir hier bei aller, auch radikaler Kritik, die notwendig ist an Bestehenden, ist hier die Grundlage, das weiterzuentwickeln zu einer demokratisch-sozialistischen Gesellschaft, deutlich besser als die DDR. Nun gibt es aber eine, in Ihrem Fraktionsvorsitz eine Frau, die ganz anders redet. Die sagt, man muss das alles abschaffen, diesen ganzen kapitalistischen Staat und diese ganzen kapitalistischen Systeme und das Grundgesetz und aus der NATO raus. Das passt nicht so ganz zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Also ich frage mal zurück, sagt sie das? Ich verstehe das oft so. Da sehen Sie, das ist die Frage der Interpretation. Ich glaube, sie sagt das so gar nicht, sondern sie sagt mit einer anderen Nuancierung als ich, das ist durchaus zugestanden, dass es eine andere Gesellschaft geben muss als die des Kapitalismus. Das finde ich auch. Aber ich finde eben halt, wenn man sagt, man will eine andere Gesellschaft als den Kapitalismus, dann muss man auch sehr deutlich sagen, und das sagt Sarah Wagenknecht auch, dass das Vorbild eben nicht die DDR sein kann, dass das Vorbild eben nicht die Sowjetunion sein kann, sondern dass es sozusagen etwas Neues, etwas anderes geben muss. Manchmal habe ich den Eindruck, man will ja auch, dass man das hier unterschiebt als rote Sache, so nach dem Motto, die kann und darf vor allen Dingen gar nicht anders denken. Nein, ich glaube einfach, dass sich da irgendwann ein Bild festgesetzt hat, was so einfach nicht mehr stimmt. Weil natürlich stimmt es so, wir entwickeln uns alle an weiter, dass zu Beginn der 90er Jahre auch Sachen gesagt worden sind, die heute niemand mehr so sagt. Also auch von mir, das will ich gar nicht bestreiten. Aber ich glaube, es ist, ich meine, das ist ja eigentlich das Schöne, auch an Meinungsfreiheit und an Meinungspluralismus, dass man viele Sachen interpretieren kann. Das ist das Schöne am pluralistischen Staat, wenn richtig, ich den Begriff nochmal aufnehmen darf. Richtig, das ist das Schöne am pluralistischen Staat. Ich bin trotzdem dafür, dass man sozusagen genau guckt, was die Leute sagen. Und vorsichtiger ist mit Interpretationen, weil das sehr häufig einfach dazu führt, dass man Menschen Unrecht tut, dass man sie auch in Ecken stellt, wo sie eigentlich nicht hingehören. Reden wir mal über Ihre Arbeit als Bundestagsabgeordnete. Sie vertreten welchen Wahlkreis? Also ich bin über die Landesliste gewählt, habe aber kandidiert in Friedrichshain, Kreuzberg, Prenzlauer Berg Ost. Nicht zu vergessen, Prenzlauer Berg Ost fällt immer hinten runter. Ja, das vergesse ich auch immer, weil es so lang ist, Prenzlauer Berg Ost. Wieso ist denn das geteilt worden? Naja, die Wahlkreise müssen ungefähr immer die gleiche Größe an Einwohnerinnen und Einwohnern haben. 220.000, 230.000. Und der Bezirk Pankow an sich hat mehr als diese 230.000 und Friedrichshain-Kreuzberg als Problem hat weniger als diese 230.000. Deswegen muss geteilt werden. Sie sind Rechtsanwältin und kümmern sich hauptsächlich um Hartz-IV-Empfänger, Flüchtlinge? Jein. Also ich mache in meinem Wahlkreisbüro tatsächlich einmal im Monat ein Frühstück für alle, wo jeder kommen kann. Und ich biete im Wahlkreisbüro auch tatsächlich eine Mieten- und Rechtsberatung an. Ich habe als Anwältin tatsächlich bei zu Hartz-IV gearbeitet. Als Themen habe ich jetzt tatsächlich eher die klassische Rechtspolitik und die klassische Netzpolitik, also Digitalisierung. Habe aber sozusagen aus persönlichem Interesse natürlich auch ganz, ganz viel mit Geflüchteten zu tun. Und bei der Rechtspolitik habe ich so spannende Sachen wie das Sexualstrafrecht, die Reform von Mord und Totschlag, die jetzt irgendwann kommt. Also immer so zwei Sachen. Das schieben wir mal ein bisschen beiseite und das Sexualstrafrecht auch. Da geht es ja um die neue Regelung Prostitution und dergleichen. Ja, da geht es eigentlich eher um die Frage, heißt Nein Nein oder heißt Nein nicht Nein? Also die Frage... Stichwort Köln. Stichwort Köln, wobei die Debatte länger ist. Also auch da will ich deutlich, wir dürfen zwei Sachen nicht vermischen. Die Frage, auch wenn wir jetzt eigentlich nicht über Sexualstrafrecht reden würden, die Frage Sexualstrafrecht, also die Regelung Nein heißt Nein, ist eine Debatte, die deutlich länger stattfindet. Und sie ist in Köln kurz aufgeploppt sozusagen. Und es gibt für mich ein total interessantes Phänomen. Ich habe nach Köln davor gewarnt, dass das rassistisch aufgeladen wird, diese ganze Debatte. Also Flüchtlinge in eine bestimmte Richtung getrennt werden. Weil Sie schon wussten, dass das ist ein Thema, das schon viel länger in der Gesellschaft ist, aber immer überdeckt wurde. Richtig. So, und ich will nur eine spannende Geschichte sagen. Ich habe in den Wochen, Monaten, wie auch immer, bis zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt
immer zustimmende Kommentare bekommen zu der ganzen Frage, Nein heißt Nein, muss endlich geregelt werden. Und mit der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, unmittelbar danach, fingen die Debatten an, dass das doch viel zu heftig ist, dass das gar nicht geht, etc. pp. Das heißt, ich übertreibe jetzt bewusst, all diejenigen, die nach Köln gesagt haben, ja, da muss was getan werden, ganz schlimm, und das rassistisch sozusagen aufgeladen haben, haben nach dem Wahlerfolg der AfD gesagt, ach, jetzt können wir auch wieder rauslassen, was wir schon immer gedacht haben. Ja. Das fand ich ein hochspannendes Erlebnis. Ja, ist das nicht aber gleichzeitig auch erschreckend? Ja, es ist erschreckend. Dass man sich plötzlich hinter einer Partei, die einen Aufstieg macht, jetzt nicht mehr verstecken muss, sondern auch nach vorne tritt und sagt, jawohl, ich denke genauso. Ja, ich glaube, das ist das Erschreckende, und ich glaube, dass ganz viele versuchen ja zu sagen, die AfD bei der Frage, wie gehen sie mit Flüchtlingen umzubekommen? Und es gibt ganz viele, die auch sagen, guckt mal, was die sozialpolitisch wollen. Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass die AfD, und deswegen wieder kleiner Bogen zurück, ein geschlossenes Bild vertritt, einer ethnisch-kulturell homogenen Gesellschaft. Einfach schwarz-weiß. Einfach schwarz-weiß. Spielen mit Angst vor dem Fremden, Angst vor dem Unnormalen. Gut bürgerlich wird zurückgesehnt und eben halt tatsächlich eine ethnisch-kulturelle Homogenität. Es geht darum sozusagen, dass der weiße Deutsche weiter der weiße Deutsche bleibt. Und sie sprechen Sachen an, wo viele vorher gesagt haben, ach, das traue ich mir nicht mehr zu sagen. Also wenn man sich das Programm anguckt, der Umgang mit Menschen... Und auf einmal darf ich es sagen, weil die Partei es auch sagt, obwohl ich es immer noch nicht sagen darf und auch nicht sagen sollte. Trotzdem wird es gesagt. Wir haben eine spannende Diskussion aus dem Bundestag heute, 4. April, mit Halina Wawrzyniak aus dem Wahlkreis Prenzlberg-Ost, Friedrichshain und Kreuzberg. Gott im Himmel. Von der Linkspartei. Und bleiben Sie dran, es geht gleich weiter. Wir machen eine ganz kleine Werbepause. Sie wissen ja, wir sind Privatsender und müssen ein bisschen Geld verdienen. Bis gleich.